Warum Sichtbarkeit dir mehr Umsatz bringt, das erfährst du heute in diesem Video. Lass uns definitiv schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt, unser Marketing-Experten. Und wir wollen heute über das Thema Sichtbarkeit sprechen. Sichtbarkeit ist so ein bisschen, ja, also ich nenne es relativ gerne so den versteckten Helden in den Kampagnen. Weil natürlich, wenn ich jetzt Anzeigen schalte, und das ist auch der Kern unserer Dienstleistung, möchte ich Anfragen generieren, Kontaktadressen, die ich anrufen kann. Aber was ganz, 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 ganz viele nicht verstehen, ist, dass das Thema Sichtbarkeit einen viel höheren Stellenwert hat, als das so im Konsens irgendwie wahrgenommen wird. Und das ist auch der große Unterschied, den man jetzt zum Beispiel bei klassischem Lead-Kauf hat. Natürlich kannst du am Markt Leads kaufen und du kannst damit auch Geld verdienen. Keine Frage, nur du beraubst dir halt selber die Möglichkeit, dieses Sichtbarkeitsthema letzten Endes für dich zu nutzen, weil da natürlich jemand anderes für sich selber Werbung macht und dir eine Anfrage verkauft. Ja. Genau, und deswegen machen wir es mit unseren Partnern noch so, dass wir sozusagen Werbung im Namen der Partner schalten und zu den Anfragen zusätzlich quasi for free, also kostenfrei, gibt es eben noch diese sogenannte Sichtbarkeit. Und damit du so ein Gefühl hast, was das Ganze jetzt bedeutet, also Sichtbarkeit ist ja jetzt letzten Endes einfach nur die Menschen, die deine Werbung da draußen sehen. Sie sehen das Logo, sie sehen vielleicht dein Gesicht oder auch deine Produkte und letzten Endes schafft das natürlich erstmal Vertrauen. So, und um dir jetzt mal so Extrembeispiele zu zeigen, also ich denke, jeder von uns kann verstehen, wenn du jetzt Coca-Cola nimmst, du nimmst meinetwegen Apple, du nimmst meinetwegen Mercedes, also einfach so extrem riesige Konzerne. Die könnten ja theoretisch morgen aufhören, Werbung zu schalten. Die sind auch nicht darauf angewiesen, irgendwelche Anfragen zu kaufen. Warum? Weil die in den letzten Jahren natürlich einiges an Geld in die Hand genommen haben, um einfach auf deren Namen einzuzahlen. So, klar, das sind jetzt Summen, mit denen wir in den meisten Fällen jetzt nicht hantieren. Aber das sind nun mal diese Effekte vom Thema Sichtbarkeit. Wenn du in einer Zielgruppe, und da kommt der Kollege gleich noch zu, was hier Zielgruppe genau in welchem Kontext bedeutet, aber wenn du da eine gewisse Sichtbarkeit schaffst, dann bist du irgendwann in den Köpfen der Leute. So, und das ermöglicht dir natürlich letzten Endes ganz, ganz viele Vorteile zu genießen. Aber das meinen wir mit dem Thema Sichtbarkeit. Je mehr Leute deine Werbung erstmal sehen, umso besser. So, wir haben sogar Kampagnen, also Kundenbeispiele, wo wir mit den Anfragen, ich sag mal so plus minus null manchmal gewesen sind. Die Kunden waren aber trotzdem sehr happy, weil sie gesagt haben, hey, auf einmal ist der Parkplatz bei mir morgens voll. Also ja. Da stehen auf einmal drei Autos, die letzten Monate da nicht gestanden haben. Einfach, weil die Leute die Werbung eben sehen. Und da will ich dir einfach nur ans Herz legen beziehungsweise dich dafür sensibilisieren, wenn du Werbung machen möchtest, wenn du Geld in die Hand nimmst, um Marketing zu machen, und das ist auch das Sinnvollste, was es gibt, also die Leute müssen dich sehen, dann such dir eine Werbeform aus, wo du eben auch von der Sichtbarkeit profitierst. Such dir irgendwas aus, wo dein Logo draufsteht. Ich meine, letzten Endes braucht sich ja niemand für seinen Vertrieb letzten Endes irgendwie verstecken und muss jetzt sich irgendwie Leads im stillen Kämmerlein kaufen und dann hoffen, dass da irgendwie Umsatz draus entsteht. Wie gesagt, das funktioniert, aber jeder ist ja in gewissermaßen stolz auf seinen Betrieb und deswegen nutz das, zeig dich nach außen, zeig den Leuten, wer du bist und was du machst. Und was das sonst noch so für lokale Vorteile nach sich zieht, da sagt der Kollege, wie gesagt, noch ein bisschen was zu. Ja, es gibt natürlich Thema Sichtbarkeit auch eine Sache, vor allem, die mir jetzt sofort auffällt. Wenn ein Unternehmen nicht sichtbar ist, wirkt es in erster Linie erstmal unattraktiv. Ja. Das ist ein großer Fakt heutzutage. Thema Zielgruppe. Meistens wird ja heutzutage oder die meisten machen regionale Werbung. Ja, es gibt ja wenig Unternehmen, außer jetzt Coca-Cola und so weiter, hast du genannt, die wirklich deutschlandweit, europaweit werben. Aber die meisten Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, so wie du als Handwerksbetrieb, dann ist das meistens regionale Werbung, sagen wir mal 30, 40 Kilometer Umkreis. Und seien wir mal ehrlich, du bist nicht der einzige Handwerker in der Gegend. Du bist nicht der einzige, der PV-Anlagen in der Gegend vertreibt und so weiter. Oder Terrassenüberdachung. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, der eine, dein Konkurrent, ist online sichtbar, du nicht. Und allein nur darauf schon wirkt er an sich erstmal attraktiver, weil die Leute sagen, hey, den sehe ich ja immer wieder auf Facebook, ja, Instagram und so weiter. Allein nur deswegen wirkst du erstmal unattraktiv, wenn du nicht sichtbar bist. Und das gilt natürlich genauso auch im Mitarbeiterbereich. Also das heißt, wenn du Mitarbeiter findest, jetzt abgesehen, dann und nie eine Stellenausschreibung online hast oder eine Karriereseite oder irgendetwas, das darauf hinweist, dass du Mitarbeiter brauchst, suchst oder ausbildest, aber das nirgends steht, dann wird das untergehen. Und genau das ist halt eigentlich auch ein bisschen, ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, dass die jetzt langsam aufsterben werden, jetzt nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber die nicht langsam das Zepter in die Hand nehmen und anfangen mit der Werbung, ob es jetzt nur eine Branding-Kampagne ist oder eine Lead-Kampagne oder. Man muss sich ja langsam auch
mit der Konkurrenz mitgehen, weil es ist jetzt nicht so, dass alle schlafen, sondern es geht jetzt auch darum, vielleicht auch der Vorreiter an gewissen Aktionen zu sein, um regional, um wieder auf die Zielgruppe zu kommen, einfach für diese eine Sache bei jedem, ja, auf dem Zettel zu stehen. Und jetzt ist es so, wir hatten letztens im Meeting so einen Fall, da geht es halt auch zum Beispiel um Weitersagen. Also es geht nicht nur um die, die sich in dem Moment eintragen, sondern dann auch, wenn die irgendwo beim Kaffee sitzen und dann sagen, ja, ich überlege mir ein Terrassendach zu holen oder eine PV-Anlage, und dann musst du in dem Moment irgendwie schaffen, dass dieser Typ oder einer von den beiden schon mal diese Werbung gesehen hat. So. Und dann wird er sagen, ah, ich habe doch letztens die Werbung von denen und denen gesehen. Und diesen Vorteil hast du nicht, wenn du nicht angezeigt wirst. Das Thema Regionalität möchte ich noch mal kurz ansprechen. Warum ist es halt besonders wichtig, eine Marke zu bilden? Das ist auch wieder das Thema Konkurrenz. Es wächst immer weiter. Und die Leute, die wollen auch immer mehr regionale Betriebe. Das merkt man auch beim Essen. Also nicht nur beim Essen, die McDonald's, ganz große Werbekampagne, dass die regionale Kartoffeln benutzen, Salate und so weiter. Und das ist letztendlich das, was die Leute wirklich wollen. Die sagen, okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Das ist ja meistens so, wenn wir als mittelständisches Unternehmen sind, können wir nicht dieselben Preise wie jemand von der, der vielleicht in Massen vertreibt. Wir können diese Preise vielleicht nicht anbieten, aber dafür bin ich regional und dafür sind die Leute, die Interessenten, meistens dann bereit, auch dieses bisschen mehr Geld zu zahlen. Und ich hoffe, dieser Punkt kommt verständlich rüber. Oder hast du da... Alles wunderbar. Ich wollte vielleicht noch eine Sache kurz ergänzen, und zwar... Ich glaube, eine Situation, die jeder kennt, der dieses Video schaut, also wenn du irgendwie im Handwerk oder Fachhandel unterwegs bist, dann gibt es ja immer so eine Situation, die keiner mag, und zwar, wenn du jetzt dein Gegenüber einfach nur noch mit Benefits überzeugen musst. Also ja. Ich sag mal jetzt beim Kauf oder Verkauf von der Küche wäre die Situation, dass du immer weiter runtergehen musst mit dem Preis, damit er endlich Ja sagt. Und beim Bewerber wäre es so, dass du immer weiter hochgehen musst mit dem Gehalt, damit er endlich Ja sagt. So, ist eine Situation, die jeder kennt, aber die keiner möchte. Das löst du letzten Endes auch nur mit Sichtbarkeit. Also wie der Kollege schon sagte, je mehr Leute dich sehen, je öfter sie dich auch sehen, desto mehr vertrauen sie dem Ganzen. Da gibt es auch wirklich wissenschaftliche Beweise zu, gibt da verschiedene Bezeichnungen. Aber es gibt da einfach Effekte, dass Leute dir mehr vertrauen und automatisch auch bereit sind, entweder für ein kleineres Gehalt bei dir anzufangen, einfach weil sie wissen, okay, es scheint ein cooler Arbeitgeber zu sein, oder dir eben auch mehr Geld zu bezahlen für dein Produkt. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Die Effekte sind da auf jeden Fall da. Wie gesagt, gibt es wissenschaftliche Beiträge zu, kann man sich anschauen. Aber das ist auch eine Sache, die wir halt bei unseren Kunden immer wieder sehen. Ich glaube, dass vielen vielleicht auch der Einstieg einfach sehr schwer fällt. Oder was ist der erste Schritt? Aber das würde auch wieder den Rahmen des Videos sprengen. Ich denke, dafür sind wir die richtigen Ansprechpartner. Wenn du mal Interesse hast, wie so ein Marketingkonzept aussehen könnte, wie so die ersten Schritte für dich sind, Bereich Sichtbarkeit, Bereich Anfragen zu generieren oder Mitarbeiter zu finden, dann trag dich gerne mal auf unserer Webseite ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich würde sagen, damit schließen wir das Video. Ja, würde ich auch sagen. Und sehen uns. Bis bald. Ciao.